Willkommen zurück zu Pokémon Silber. In der letzten Folge sind wir hier auf dieser Route stehen geblieben. Und nun wollte ich euch ja zeigen, was hinter den Zerschneiderbäumen überall ist. Das machen wir jetzt. So, ich glaube, hier hinten sind gar keine Trainer mehr. Sondern ist, glaube ich, nur noch Item oder so. Vielleicht unsichtbare Items irgendwo, ich weiß es nicht. Oh, hier ist ein Item. Ein AAP Plus. Okay. Ja, wenn man es haben will, brauchst du jetzt nicht. So, und ich glaube, hier oben ist noch Zerschneiderbaum. Also ich meine jetzt nicht den da, der ist natürlich sinnlos. Aber hier ist auch eine Frau. Ich weiß nicht, was sie da macht. Ob die da irgendwie seltene Pokémon fängt oder so. Keine Ahnung, was es hier gibt. Gibt es nicht irgendwie Tangela oder sowas? Chanera ist niedlich, aber ich habe keines. Hast du ein Chanera? Möchtest du es gegen mein Aerodactyl tauschen? Ich habe keins, tut mir leid. Möchtest du es nicht tauschen? Schade. Oh, aber dafür gibt es hier... Ja, wow, das gibt es auch schon in den ersten Routen von Johto. Das ist nichts Besonderes. Gibt es auch was anderes hier? Irgendwas anderes. Ja, Nidorino ist jetzt auch nichts Krasses, also... Würde ich jetzt auch nicht unbedingt fangen wollen hier. Gibt's da noch? Ja, Nidorina ist genau das gleiche Thema. Gibt's nicht sonst irgendwas Interessantes hier? Tortuga. Okay, also ich glaube irgendwie, dieses Grasfeld ist nicht so krass, wie es eigentlich sein sollte. Dafür, dass das hier so ein bisschen hidden ist. Naja, egal. Nutzen wir jetzt mal hier, Zerschneider. Welches auf jeden Fall länger braucht eigentlich, als hier rumzugehen. Also ich weiß nicht, warum man das machen sollte. Aber wir können ja vorspulen. Ich glaube, ich habe letzte Folge ein bisschen zu viel vorgespult. Möchte ich eigentlich nicht machen. Werde ich jetzt auch versuchen, nicht mehr so oft machen. So, und wir sind jetzt hier im Labyrinth. Und haben ein bisschen schon was gemacht. Und wir werden heute hier rauskommen. Oh, hier ist noch was. Gut, dass ich jetzt noch meinen Zerschneider dabei habe. Ja. Was gibt's hier? Gras. Und die kann man runter, wenn man Bock hat. Kann man abkürzen. Okay. Ja. Brauchen wir aber nicht. Wir wollen ja sowieso alle Gegner hier killen, von daher ist das egal. Guten Tag. Möchtest du gegen mein Pikachu-Team antreten? Klar, warum nicht? Sechs! Er hat sechs Pikachus. Ist das ein Ernst? Das ist halt wirklich so ein Leveln für Flamesack. Komm, wir kriegen jetzt Flamesack eben auf daneben. Wir kriegen Flamesack eben auf Level 50. So viele Pikachu wir sind. Wie war das? Ich wollte nicht so viel vorspulen. Ups. Tut mir aber überhaupt nicht leid. Ich habe was Unnötiges gesagt. Pikachu, Pikachu. Es scheint, dass du viele Pokémon hast, aber Pikachu ist immer noch das Beste. Das ist so ein Typ, der kauft sich Let's Go Pikachu einmal und dann nochmal ein zweites Mal in der Special Edition. So einer ist es. Tipps für Trainer. Schau, hier an der linken Seite des Pfostens. Was? Was meinst du? Ist das ein Item? Ich benutze mal das Radar. Das ja anscheinend nie funktioniert. Gedeckt doch mal nicht. Er regiert nicht. Ist hier irgendwas? Das Ding ist so kacke. Ja! Hier ist was. Der Detektor zeigt dir an, dass ein Item in der Nähe ist. Ja, und wo? Schau, links. Okay. Vielleicht hier? Komm schon, hier muss auch was sein. Ja, hier ist was! Wir haben im ganzen Let's Play endlich mal ein unsichtbares Item gefunden. Yay! Das macht mich glücklich. Route 13. Nördlich zur Schweigebrücke. Da kommen wir jetzt gleich. Es war ein Kampf gegen die beiden Jungs. Agilität ist die wichtigste Eigenschaft von Vogel-Pokémon. Sind die beide einzeln? Ja, sind sie. Okay. Wo rennt er? Bye, bye, rennt er. Bye, bye, rennt, habe ich gesagt. Bye! Okay, easy. Du hast mich aufgrund deiner Schnelligkeit besiegt. Ich bin aber zu gut. Deine Pokémon sind in der Tat sehr gut trainiert. Ich weiß. I know. Schau dir meine Pokémon an. Sieh ihre Farben und ihre Gefieder. Ach, so ein richtiger Vogelfanatiker. Aber jetzt mal zurück, nochmal zu Let's Go, was ich gesagt habe.
Warum kauft man sich ein Spiel und dann kauft man sich doch mal die Special Edition? Ich meine, dann finde ich jetzt nicht schlimm. Ich meine, damit supportet man den Creator, ist ja cool und so, ist ja ganz nice. Aber ist das nicht ein bisschen zu übertrieben? Also vor allem bei so Spielen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich es selber nicht machen würde bei manchen Sachen, aber ich finde es manchmal übertrieben. Zum Beispiel bei Spielen, die sowieso schon so viel kosten, 60 Euro oder so. Und dann holt man sich das Normale und dann holt man sich nochmal das Special. Also andersrum finde ich sogar noch dummer. Also das macht überhaupt keinen Sinn, wenn man sich das Special Edition holt und dann nochmal das Normale. Ich würde nicht sagen, dass es das allgemein dumm ist, sowas zu machen. Wie gesagt, ich würde es vielleicht sogar auch machen. Aber ist halt auf jeden Fall fragwürdig so. War es das wert? Ist die Special Edition wirklich so gut? Wenn wir jetzt über Special Editions reden, es gibt Gutes, es gibt Schlechtes, es gibt so, ja, cool, but I don't care. Es gibt ganz vieles Verschiedenes. Verflixt, nicht gut genug. Ja, ich weiß, dass du im Leuchtturm auf mich wartest. Wenn deine Pokémon pflegst, sind sie fröhlich. Ja, sie sind immer fröhlich, weil sie mit mir abhängen können. Überhaupt nicht eingebildet oder so, nein. So, ich sollte irgendwo relaxed zu sein. Oh, perfekt! Gib mir das Item! Ja, noch ein Calcium. Geil! Dafür bin ich eingekommen. Ein Angler. Was ist in unserem alltäglichen Leben am wichtigsten? Pokémon. Nicht? Oh, hat auch ein Garados. Aber ich mach Donnerschlag, Spamming! Also noch ein Garados. Und noch ein Garados! Und noch eins! Und noch eins! Und ab auf den Grill mit dir! Die Antwort gibt es denn nichts. In welchem Fernsehsender? Meiner Meinung nach ist Strom das Wichtigste in unserem Leben. Wenn dem nicht so wäre, hätten die Leute nicht so einen Aufstand fabriziert, als das Kraftwerk aus dem Betrieb war. Stimmt, das Kraftwerk müssen wir auf jeden Fall auch noch machen. Machen wir demnächst doch noch ein paar Folgen oder so. Entspannte Musik, Change, warum auch immer. Ich bin der jüngere Bruder des Profi-Anglers. Wie ich sehe, macht dir Angeln Spaß. Darüber gibt es keinen Zweifel. Na, das stimmt doch, oder? Nein, stimmt überhaupt nicht. Hä? Meine Augen haben mich getäuscht. Ich meine natürlich, ja, natürlich. Jawohl, genau wie ich dachte. Hier, Angelfreak, nimm dies, die Superangel. Eine Superangel. Wirf sie aus und angle, wo immer es Wasser gibt. Denk dran, du kannst mit verschiedenen Angeln auch verschiedene Pokémon fangen. Nice. So, dann wollen wir noch mal ausprobieren. Die Angel. Hier ist eine normale Angel. Und jetzt haben wir... Oh, wir hatten vorher schon die Profi-Angel. Aber jetzt haben wir die Super-Angel. Die beste Angel zum Fischen. Profi-Angel ist die beste. Eine gute Angel zum... Okay, die haben die Namen vertauscht. Die haben die Namen einfach vertauscht. Wow. Good job. Was angebissen. Was können wir hier so finden? Was können wir hier so fischen? Ja, Müll. Cool. Dann mal weiter. Wenn ich beim Angeln Radio hören kann, bin ich glücklich. Das freut mich doch. Das ist doch schön. Das ist doch wirklich schön. Carpador. Ernsthaft, Carpador. Das ist nicht ernsthaft jetzt Carpador. Level 25! Entwickelt es doch zumindest zu Garados, damit es nützlich ist. Es gibt ja noch kein Arceus in dem Spiel, deshalb sind Carpadors, wie auch immer, unnötig. Er hat einfach vier Carpadors. Oder Carpador. Oder Carpadore. Keine Ahnung. Was ist die Mehrzahl von Carpador? Ich weiß es nicht. Carpador einfach nur? Don't know. Aber ich spüre das vor. Genau deswegen spürt man vor. Oh, Baldorfisch. Hat keine Haare, das ist halt bald. Der Dorffisch. Ist ausgewichen. Das wirst du aber nicht nochmal auswischen. Die Hose des Windes kräftig an. Oder ne, hebt noch. Ach komm, warte, sei leise. Drakenwut!
Also durch die Wut gewinnt man immer, ne? Ich will Left auspissen, danke. Tentoxa. Sollten wir auch so hinkriegen. Mit Windhose, mit der Hose des Windes. Nö. Drachenwut? Ja, Drachenwut. Nice. Das blöde Radio beunruhigt mich. Kennst du schon die Radiosender aus Kanto? Es gibt viele hier. Nee. Route 12. Norden, Lavandia. Und hier kommen wir nach Orania City zurück, aber erstmal gibt's, oh, hier gibt's noch diese Route. Ich weiß gar nicht, auf welchem Level die alle sind. Welches Level bist du? Okay. Mhm. Inspirierende Worte. Vielen Dank dafür, mein kleiner Psycho-Marcel. Ah, hier muss man. Das ist hier so ein Level-Ding. Kann man ein bisschen trainieren, ein bisschen leveln. Okay. Gut, dann leveln wir ein bisschen. Cooles Gameplay, oder? Einfach nur spammen und ja. Cool. Dafür machen wir das hier. Ich verlor jetzt meine Augenschloss. Ja, und warum redest du jetzt auf einmal? Habe ich dir erlaubt zu reden? Yes, eine Beere! Yes! Cool. Beere sind so nice. Geiler Scheiß. Okay, da ist einer. Ist hier noch irgendwo einer? Japs. Japs, japs, da ist einer. Dein Pokémon wird nicht gemogelt. Immer fair spielen. Jetzt kennt man so gegen den Trainer, während man Action Replay drin hat. Oder sonst irgendwas. Boah, ich kann doch gar nichts. Level 35 Vulcano. Findest du wirklich keinen Feuerstein? Das ist traurig. Gibt es nicht sogar. Du kannst einfach ein bisschen weiter weggehen. Zu Prismana City. Und dir dort einen Feuerstein kaufen. Ich glaube, da gibt es nämlich die Steine. Oder zumindest war es auf jeden Fall in den Originalspielen so. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Der Frieder. Doch, wie konnte das passieren? Hast du dich entwickelt? Ich habe immer fair und ehrenhaft gekämpft. Ich habe es noch nie bedauert. Ja, ist doch gut. Wo ist das Problem? Jetzt muss man ja Real Story raushauen. Also, ich habe schon mal Pokémon gespielt und dabei gecheatet. So ein ganz altes Spiel auf dem DS. Ja, zu viel sage ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, wer alles zuschaut, ne? Ich mach's beiseite. Es juckt und sticht, wenn ich mit meinen Shorts durch Gras laufe. Ja, dann lass es doch! Oh, you do this to yourself. Aber habt ihr auch schon mal mit Pokémon gecheatet, so? Also, ich denke mal nicht, dass das so unwahrscheinlich ist, dass Leute cheaten in diesem Spiel. Aber ich finde allgemein, cheaten kann man so ausdrücken in jedem Spiel. Wenn du Singleplayer cheatest, ist es nicht schlimm. Wenn du online cheatest, dann hasst dich jeder. Basically, so. Ich meine, wenn du Singleplayer ein bisschen Spaß haben willst und mit deinen Freunden kannst du ja auch cheaten, so. Aber wen juckt's, wenn du in Pokémon Gold und Silber cheatest? Wen juckt's? Ganz ehrlich. Wen juckt's? Gut, außer du holst natürlich ein Celebi. Das wäre das Einzige, was mich persönlich jucken würde. Aber ansonsten... Ansonsten... Juckt halt überhaupt nicht. Also den Typen schon, weil er trägt Shorts. Nicht Shorts tragen, wenn ihr cheatet. Das juckt dann sonst. Die anderen. Komm, Ampi, regel das bitte für mich. Nicht dich selbst schlagen! Gut. Guter Junge. Eia! Ich bekam Dresche! Oh, das tut weh. Im Gras werde ich mehr Pokémon fangen. Dann tu das mal drauf. Fangen wir mal hoch. Habt ihr auch schon mal so Dresche gepackt? Oder so geschliffen bekommen? Ich kann es sehen! Ich kann alles über dich sehen! Okay, für der Psycho. Habt ihr auch schon mal so, weiß ich nicht, irgendwelche Pflanzen mit spitzen Stacheln dran? Sagen wir mal so, es gibt ja ganz viele von denen. Zum Beispiel Dresche oder irgendwas. Habt
Hattet ihr auch schon mal so irgendwo an eurem Körper so dran geschliffen bekommen? Das ist scheiße. Das tut echt weh. Das ist überhaupt nicht schön. So, ich muss mal Melly ein bisschen leveln, merke ich. Nom nom, nom nom. Gut gemacht, Melly. Schön alles wegkauen. Dafür bist du hier. Deine Stärke konnte ich nicht sehen. Schlecht. Deine Überzeugung ist stark. Du bist stark, weil du an deine Pokémon glaubst. Ja, cool. Gute Elf. Und nun spawnt es einfach. Moment. Spawnt einfach. Hallo. Dann läufst du schnell friedlich. Tja, da können wir nicht lang. Aber zumindest haben wir hier schon mal die Route fertig gemacht. Ein paar Level-Ups gesammelt. Die brauchen wir sowieso. Am besten müsste ich eigentlich mal mein Fenster wieder raustauschen zu Lugia. Aber Lugia muss auch mal leveln. Ja, ja, ja. Muss auch mal leveln. Oh, warte, cooles Pokémon. So. Hier nach oben geht's zu der Wand, ja? Da können wir mal kurz vorbeischnuppern. Aber erstmal will Ergen nicht mehr kämpfen. Ich kann nicht reden. Geduld ist das Zauberwort. Das gilt fürs Ergen und für Pokémon. Was meinst du und für Pokémon? Was genau für Pokémon? Fangen? Kämpfen? Kuscheln? Was meinst du? Oh mein Gott, Leute, die Wasserpistole! Erstmal müssen wir die beseitigen, wir kratzen sie kaputt. Ey, wir sind so stark, Kratzer macht schon so viel Damage. Auch wenn ein Pokémon das 10 Level runter ist. Nicht mal 10 Level. Ah, wahrscheinlich bei genau 10 Level wäre es wanted, oder? Volltreffer, ja wow, bricht jetzt auch nicht mehr. Das kommt. Chemisien. Ich finde immer noch das Beta-Design von Remoraid besser aus. Da sah es aber wirklich aus wie eine Wasserpistole. Hier sieht es aus wie ein ganz normaler Fisch. Na gut, außer man sieht es halt richtig und man weiß, dass es eigentlich eine Wasserpistole darstellen soll. Gua! Ich bin zu ungeduldig für das Angeln. Okay. Nein. Da gehen wir gleich einfach rüber. Außer da ist nichts. Oh, was ist denn hier? Angelplatz. Hier können wir rüber surfen. Und dann gibt's hier irgendwas. Ja, ein Item! Oh, Leute, ich habe ein unsichtbares Item gefunden! Yay, yeah, yeah, so spielen die unsichtbaren Items echt Müll. Also nicht nur zu finden Müll, sondern selber auch wirklich Müll irgendwie. Ich sehe nichts. Nö. Okay. Schade. Schade, Schokolade. Erinnerst du dich? An was? Kennen wir uns? Golking. Ach komm. Amphi, komm, mach das einfach. Cool, 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 alle kriegen ein Level Up, das ist schön und einfach gut, sie bei. Du erinnerst dich? An was denn? Das Reißen an der Angel, wenn du ein Pokémon fangen möchtest. Das ist so schönste für einen Angler wie mich. Hä? Was will der von mir? So, hier ist Lavandia. Oh, gruselige Musik! Schnell ins Pokémon Center! Wir werden diese Stadt noch auf jeden Fall noch erkunden. Nur jetzt halt nicht. In der nächsten Folge machen wir wieder einen Orden. Sofern es von der Zeit her passt, würde ich gerne den Orden schnappen. Und dabei werden wir demnächst auf jeden Fall übernächste Folge, vermute ich jetzt mal random einfach, wahrscheinlich dann auch wieder erkunden. Müssen sie sowieso wegen der Story hin. Früher oder später. So, jetzt packen wir auf jeden Fall erstmal Clovenza weg. Und pack da Lugia wieder rein. Wo ist Lugia? Da ist er. Geil. So. Lugia war in der Box, deshalb ist er schon geheilt. So, Leute, in der nächsten Folge machen wir hier links die Route, wo ich erstmal dachte, dass man hier nicht lang konnte, noch nicht lang kann. Man kann ja aber schon lang. Und diese Route werden wir machen. Eine Antibara werden wir noch bekommen. Und wenn es euch gefallen hat, Leute. Na wohl. Einen Kampf können wir noch machen. Einen Kampf machen wir noch. Das passt doch in der Folge rein. Ich komme nicht ohne Strom aus. Das Kraftwerk versorgt uns mit Strom.
Wir haben alle keine Chance mehr, ihre Handys aufzuladen. Na gut, zu der Zeit, wo das Spiel rausgekommen ist, da gab es wahrscheinlich noch keine richtigen Handys. Keine Ahnung. Bin jetzt nicht so ganz tief drin in diesen Thematiken. Was hat Luke eigentlich für Attacken-Status? Ich hab's ganz vergessen. Luftschuss, Fliegen, Kaskade, Genesung. Du bist einfach nur gerade 2. Ah. Ich meine, ihr kriegt es doch so schon down, oder? Oder? Oh, Paralyse. Du bist doch so. Ah. Der Kratz ist kaputt, bitte! Los! Yes! Noch eins. Geil, darf ich direkt wieder nach der Folge heilen gehen. Geil. Dafür mache ich das hier, weißt? Oh, ja, komm, switch am besten einfach raus. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, schaut auch das nächste Mal wieder ein. Wenn's heißt Pokémon Silver! Verschwende keinen Strom! Das Kraftwerk nördlich von Lavandia versorgt den Magnetzug mit Strom. Was du nicht sagst.